Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Anno Style. Diesmal wirklich Minecraft Anno Style. Trotzdem ist wieder dabei der Rolli. Trotzdem, ja. Ich bin ja trotzdem. Ja, hallo trotzdem. So, wir haben schon ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht doch keine ganz normale Runde wird. Denn wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, wenn ihr das selber noch spielt, für den lieben German Architect, dass du updaten musstest. Und zwar haben wir jetzt Version 1.3 und da ist ein Mod dazugekommen sozusagen und noch ein paar andere Sachen so fürs Spiel geschehen sozusagen. Wir haben ein Gebäude eigentlich nur geupdatet. Aber ich wollte jetzt mal anfangen und ein bisschen mit dem Mod so zeigen, was der macht. Ja. Gut, was mich in Minecraft ein bisschen stört bei meinem eigenen Gebäude sind, dass du nur Türen hast, die einmal zwei Blöcke groß sind. Ist das nicht auch nervig für dich, Roman? Oh mein Gott, das hat mich schon so lange genervt. Oh nein. Ja. Und gerade wenn man eine schöne Burg bauen will, was ja eigentlich schön ist oder auch ja ein schönes Rathaus oder sowas, dann ist es ja schön, wenn man größere Türen hat, ne? Und genau das macht der Tall Doors Mod. Und ich habe das Gefühl, dass die Musik ein bisschen laut ist. Kleinen Moment. So, jetzt ist sie ein bisschen leiser. Oh mein Gott, Max. Stimmt das wirklich? Oh ja, jetzt ist sie leiser. Ja, die meisten Sachen sind gut craftbar von diesem Mod. Es gibt einen relativ einfachen Teil und ein bisschen komplexeren Teil. Wir fangen mal mit dem einfacheren an. Da gibt es hier nämlich drei größere Türen, also größere Türen in drei verschiedenen Farben und drei verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Tür, so und so. Das ist jetzt eine Holztür und die ist vier Blöcke hoch. Die kann man mit Rechtsklick ganz normal aufmachen. Wie eine normale Tür halt, ne? Und die sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Gut. Jede Größe gibt's in jeder Farbe und andersrum. So, wir gehen einfach mal weiter. Dann gibt's noch die Größe 5 Blöcke hoch und so dunkelgrau. Auch sehr schön, genau. Mach mal auf, ja. Und dann gibt's noch die Größe 6 Blöcke hoch. So. Komm schon. Zack. So, Metall einfach. Ist jetzt vielleicht, nicht so bedeutend für mittelalterliche Sachen, aber gibt's halt. So, Crafting-Rezepte. Hier, ich habe das mal im Too Many Items gesucht. Wenn ihr R drückt, bekommt ihr das Crafting-Rezept. Ist relativ einfach. Es gibt immer eine rechte und eine linke Tür. Die sind unterschiedlich. Die rechte Tür craftet man so, dass die Tür rechts in der Mitte ist. Und der Rest halt dann entweder Holz oder Cobblestone. Oder Metall. So. Die 4 hohe Tür macht man halt mit einer normalen Holztür und den Rest dann dieses Material. Die 5 hohe Tür, da braucht man die 4 hohe Tür und der Rest Material. Und bei der 6 hohen Tür genauso, hier wie ihr das seht, könnt ihr auch in-game relativ einfach ausprobieren. Ist bei den anderen Materialien ganz genauso. Die linke Tür, da ist es nicht, wie es logischerweise wäre, links in der Mitte, sondern links unten. Aber ansonsten gleiches. Nein, warte, so. Hier. Okay, es ist ein bisschen random. Aber ihr könnt das ja ganz, ganz leicht hier nachgucken. So, ein kleines Problem. Roman, versuch mal, diese Tür kaputt zu machen. Ja, es geht nicht, ne? Man braucht ein spezielles Werkzeug dafür und das ist der Destruction Hammer. Das Problem ist, um den zu craften, braucht man ein neues Metall. Was hier natürlich in der Welt nicht vorkommt. Das heißt, wenn ihr so einen Hammer wollt, dann ja, cheaten wir euch den sozusagen. Dann rufen sie unter 0199123456 7. Genau. Und sie werden direkt zu uns durchgestellt in die Zentrale. Ja, 50 Cent pro Anruf, Mobilfunk kann teurer werden. So, und da kann man dann hier einfach so zack und kriegt die Tür wieder raus. So, gut. Sag mal den Hammer. So, warte. Da steht auch Fragezeichen, Fragezeichen, so vom Namen. Bam. Rechtsklick. Oder? Ja.
So, neben den normalen Türen gibt es auch noch neue Fenstdoors. Sozusagen, warte, mache ich das so. Die muss man so ein bisschen überlappend machen. Denn, gib mir mal den Hammer. So. Okay, das ist buggy. Ich bekomme, was mich das erinnert? Ich bekomme die falschen Türen raus. Ja, der Mod ist nicht perfekt, aber ich habe keinen besseren gefunden. Weißt du, woran mich das erinnert? Wenn du halt so Pferde rauslässt, so. Ja, genau, genau, genau. Weil wenn du es jetzt so machst, dass die, dann ist das Problem, dass du in der Mitte durch kannst. Ist nicht ganz geschlossen, deswegen muss man die so ein bisschen überlappen bauen. Schon klar, ja. Was ihr gerade schon gesehen habt, wenn ich das abbaue, bekomme ich eine Tür und nicht wieder das gleiche. Also das ist halt buggy, aber ja, gut. Bauweise im Endeffekt, ja, ähnlich wie die normalen Türen, nur irgendwie ein bisschen auch einmal links unten und einmal links in der Mitte. Ist teilweise ein bisschen random, aber egal. So, das ist der eine Teil, aber es gibt noch viel, viel bessere Sachen. Und zwar gibt es auch noch eine Zugbrücke. Die Zugbrücke kann man allerdings nicht einfach craften, sondern dafür braucht man hier diese wunderschönen, genau, Tag, sehr gut. Diese wunderschönen Crafting-Benches, die man aber craften kann, soweit ich weiß. Da, ja, hier, so sieht das aus. Ich kenne mich damit schon mal gar nicht durch. Ist nicht teuer. So, die linke, die graue, braucht ihr als erstes. Wenn ihr jetzt Rechtsklick machst, steht hier relativ wenig da. Aber das erste ist die Breite von der Zugbrücke und das andere ist die Höhe. Also wenn ihr zum Beispiel eine 4 breite und 6 hohe Zugbrücke wollt, könnt ihr es so machen. Dann steht hier, wie viel das kostet. Planks, also Bretter 24 und 10 Iron. Also muss ich jetzt mal hier gucken. Ich gebe mir mal ein paar Bretter und ein bisschen Eisen. So. Dann müsst ihr hier, wenn ihr das eingestellt habt, okay drücken, theoretisch. Oder geht das gerade nicht? Muss das hier sein? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Du hast dir die Mods ausgesucht, richtig? Ja. Ich darf verwirrt sein. Ah, jetzt geht's. Jetzt ist es da. So. Dann könnt ihr euch das nehmen. So. Dann könnt ihr das platzieren. So. Dann seht ihr hier, 3 breit habe ich jetzt gemacht und 6 lang. Oder 6? Ja, 6. Ist dann so wie soll ich sagen, wie mit den Wolle eigentlich. Also wenn du die Wolle ja klein machst, so zu einem Teppich. Ja, sozusagen, genau. Dann braucht ihr natürlich noch andere Teile. Ich gebe mir gerade mal noch ein paar andere Sachen. Was ich fragen will, ist, wenn ich jetzt das so mache, meine, wir haben im Moment ziemliche Holzprobleme von Oakwood und so. Gehe ich davon mehr raus als von dem Baum? Wie mehr raus? Wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt geht, aber ich muss ja, glaube ich, dieses Holz, was ich so machen will. Planks. Es ist auch, es funktioniert, es gibt nur diese eine Farbe, egal welches Holz du nimmst. Okay, nee, dann war's schon. Okay. Dann alles beantwortet. So. Zweite Sache, die ihr braucht, warte, ich mal das nochmal kaputt zeigen hier, funktioniert genauso, bekommt ihr auch hier wieder with 3 Death 6. So. Jetzt geht ihr hier hin an den roten und da müsst ihr euch sozusagen Motor dafür machen. Ich habe keine Ahnung, was Spool ist. Weiß ich nicht. Ansonsten gibt es hier wieder Breite, Tiefe, Höhe. Da das muss das erste. Swimmingpool. Das erste muss so breit werden wie eure Drawbridge. Das muss beides eins bleiben. Eigentlich so. Und dann OK drücken. Es hat funktioniert. Warum geht das gerade jetzt nicht? Warte, probieren wir es nochmal. 3. Spool ist gleich. So, jetzt hat es funktioniert. Dann nehmt ihr euch das. Und dann braucht ihr noch ein Item, das man sich wieder normal craften kann. Und zwar den Connector. Also das sieht halt so Fäden und Stein in der Mitte. So. Da. Braucht man, glaube ich, 2 Stück. Und dann platziert ihr die Drawbridge. So.
baut hier rundherum auch eure Steine. Das muss dann genauso hoch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann kommt hier dieser Motor drauf. Ich glaube, den musste man so platzieren. Ja, genau, passt. Und dann müsst ihr hier rechtsklick und hier rechtsklick. Oder andersrum. Hier rechtsklick und da oben rechts. Genau, so. Ihr braucht sogar nur einen Connector. So, dann ist das verbunden. So, und um das zu aktivieren, braucht ihr ein Redstone-Signal. Und zwar in Form eines Knopfes. Nicht Hebel für Aufzu, sondern Knopf. Man braucht nur ein kurzes. Also erstmal kurz ein bisschen Redstone suchen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie mache ich am besten mein Tor. Jetzt weiß ich wie. Ja. Das Schöne ist halt, man kann die... Muss ich das mit Steinen machen? Kann ich das auch mit Cleanstone machen? Das ist egal, das ist egal. Das ist egal, okay, alles klar. Also man kann auch die Größe hier halt variieren. Man kann die noch deutlich größer bauen. So, und wichtig ist, dass... ich habe es nur hinbekommen, dass wenn das so verbunden ist, dass das dann funktioniert. So, wenn ich jetzt klicke, dann geht die Brücke hoch. Sogar ziemlich flüssig eigentlich. Ja. Ne? Solange die hochgeht, kann man durchgehen. Relativ. Die ist nur fest, wenn sie oben ist und wenn sie unten ist. Jetzt kann man nicht durch. Jetzt ist es eine normale Tür, ist solide. Man kann natürlich hier jetzt genauso auch nicht eine glatte Fläche haben, sondern auch einen Graben, logischerweise. Wenn ich jetzt nochmal drücke, so, dann geht die natürlich auch wieder runter. Ein Traum, oder? Ja, ich find's gut, ja. Die Zugbrücke ist einfach episch. So, jetzt kommen wir zum eigentlich kompliziertesten Teil dieses Mods. Und zwar kann man sich auch Custom-Türen machen. Dafür gibt's auch wieder zwei spezielle Werkbänke, die man auch craften kann. Die sehen so und so aus. Das ist zum einen der Door Assembly und die Door Workbench. Ihr braucht zuerst die Workbench und danach den Assembly. Und ja, ihr seht jetzt hier jede Menge Zeugs. Da gibt es hier oben Moduls, Textures und Sides. Bei Moduls gibt es verschiedene Formen, die haben können. Die seht ihr hier so dargestellt sozusagen. Da können wir zum Beispiel hier mal nehmen... Glass Window zum Beispiel ist sehr schön. Was das jetzt hier mit den Zahlen und SHVF ist, weiß ich nicht. Da müsst ihr euch vielleicht nochmal ein Tutorial dazu angucken zu dem Mod. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte immer auf F gedrückt. Da steht hier auch Full, Single, Horizont, Vertikal. Also Full, weiß ich nicht, was ansonsten noch ist. Hier gibt es relativ viele. Hier Watchman Window zum Beispiel ist auch ziemlich cool. Ein paar Sachen sind irgendwie ein bisschen buggy anscheinend, aber naja. So, nehmen wir hier wieder... Zack. Full. Okay. Ah, ich habe kein Glas gerade. Mal erstmal Glas geben lassen. Glas, 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 Glas. So. Machen wir mal Tag. So. Muss ich nochmal auswählen hier. Zack. Full. So, und jetzt gibt es Textures hier. Mit Textures kann man verschiedene Texturen halt auswählen, wie es sagt. Teilweise verwendet er auch die richtigen vom Texture Pack. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Glas nehme, ist das auch das richtige Glas. Wenn ich da Holz nehme, ist das das richtige Holz. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt was ist hier. Das müsste man dann halt ein bisschen ausprobieren einfach. Ich nehme einfach hier Glas und hier mal... Ja, das normale Holz. Was ist das normale Holz? Das ist das normale Holz. So. Okay. So. Davon brauche ich jetzt mal mehrere Stück. So. Das sind jetzt sozusagen einzelne Teile. Die müsst ihr jetzt noch zu einer kompletten Tür zusammenfügen. Dafür ist das zweite Teil, da müsst ihr jetzt hier einstellen, Breite 2,
Höhe 3. Dann, wie ging das jetzt? Ach ja, hier, ihr müsst... Der rote... dieses rote Feld ist das, wo ihr die hinsetzt. Die Tür. Was ihr da seht. So. Jetzt machen wir hier einfach unsere ganzen Teile rein. Zack, 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 zack. So. Und jetzt wollen wir eine linke Tür meinetwegen haben. Bekommen die Tür und können jetzt hier die... Okay. Internal Server Error. Und ihr könnt den Server zum Absturz bringen. Okay, anscheinend funktioniert das nicht so ganz. Bist du noch drauf? Bin drauf, ja? Ja. Okay, also anscheinend hat das jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert. Bin ich gerade vom Server geflogen. Ich muss das einfach nochmal im Singleplayer probieren. Ihr könnt ja auch mal im Singleplayer ein bisschen rumprobieren. Ansonsten euch noch ein Tutorial angucken. Auf jeden Fall kann man damit theoretisch dann noch benutzerdefinierte Türen machen. Allerdings, ich habe den Mod auch vorhin erst runtergeladen und noch nicht so sehr viel ausprobiert. Deswegen, ja. Das Wichtigste für mich bei diesem Mod sind die Zugbrücken. Muss ich ganz klar sagen. So. Ja. Wie gesagt, wenn ihr so einen Hammer wollt, dann könnt ihr euch einfach bei uns melden. Oder vielleicht mache ich auch im Rathaus eine Truhe, wo ich welche reintue. Ich glaube, das ist am besten. So. Ja, das war es eigentlich soweit zu diesem Mod. Deine Meinung? Schöner Mod? Ich finde es neu. Ja, ist jetzt nicht so super umfangreich, aber es passt halt auch, um mittelalterlich zu bauen. Was ich mir noch gewünscht hätte, was leider nicht mit dabei ist, sind Fallgitter. Die hätte ich mir auch noch gewünscht. Aber gibt's nicht. Aber wer weiß? Wer weiß. Nicht ist. Ich kann auch jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt hier daran liegt, dass wir das auf dem Server spielen oder woran das liegt, dass das hier mit den eigenen Türen nicht funktioniert hat. Vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht. Ich muss da einfach nochmal ein bisschen rumprobieren. Gut. Eine zweite Sache vielleicht als Hinweis noch. Ich habe jetzt bei der... Es gibt ja die Full- und die Light-Variante vom Modpack. Ich habe bei der Full-Variante auch noch den Kamera-Studio-Mod reingepackt, den wir bei der verwenden, um die Zeitrafferaufnahmen zu machen. Also... Er behindert euch eigentlich nicht, falls ihr ihn nutzen wollt, könnt ihr es gerne tun. Müsst euch einfach mal ein Tutorial angucken oder danach mal googeln, wie der funktioniert. Möchte ich jetzt nicht zeigen. Gut. Das war erstmal so zu dem Thema, wie funktioniert dieser Mod. Ich werde mal schauen, dass ich den jetzt hier nebenbei noch so ein bisschen wieder zusammenbaue. Und dann gibt es noch sozusagen eine weitere kleine Änderung von einem Gebäude. Und zwar hatten wir ja die Markthäuser, die ja ursprünglich dafür gedacht waren, ein Schutzgebiet zu schaffen, damit die andere Nation, die andere Stadt da jetzt nicht bauen kann. Das ist allerdings relativ sinnfrei, wenn wir nur eine Stadt haben. Und deswegen habe ich dem Ganzen eine neue Funktion gegeben, die im Endeffekt ja auch bei Anno so ist. Und zwar kann man, erstmal, man darf jetzt unendlich davon bauen, wie man will. Das war ja vorher beschränkt von der Anzahl, also das wird aufgehoben. Und wenn man das jetzt sozusagen in die Nähe von Produktionsgebäuden baut, dann spawnen wir nicht mehr die Typen in dem Produktionsgebäude, sondern, also beziehungsweise wir spawnen die Typen trotzdem noch, aber die geben keine Items mehr. Sondern wir spawnen in dem Markthaus einen Typen, der einem diese Sachen dann gibt. Das Ganze soll so sein, es gibt ja mehrere Stufen. Die Stufe 1 von dem Markthaus gibt doppelt so viele Rohstoffe, wie das Produktionshaus geben würde. Allerdings mit einem Cooldown von 10 Minuten statt 5 Minuten. Stufe 2 hat... statt 10 Minuten Cooldown 20 Minuten Cooldown und gibt die vierfache Menge. Stufe 3 gibt die sechsfache Menge und hat 30 Minuten Cooldown. Und Stufe 4 gab es, glaube ich, auch noch dann halt entsprechend
40 Minuten und die achtfache Menge. Also man kann halt schneller farmen sozusagen. Das Ganze werden wir nach eigenem Ermessen machen. Natürlich nicht mit unendlicher Reihenfolge. Also wenn man jetzt ein Markthaus baut, dass man da alles bekommt. Außerdem machen wir es so, dass wir, oder habe ich mir gedacht, dass wir es so machen, dass wir im Markthaus 1 nur einen Arbeiter haben. Dadurch ist die Anzahl der Waren, die gleichzeitig gegeben werden können, natürlich begrenzt. Und im Markthaus 2 dann 2 Mitarbeiter haben, im Markthaus 3 dann 3 Mitarbeiter und im Markthaus 4 dann 4 Mitarbeiter. Hat im Endeffekt dann den Effekt, dass ja, nicht unendlich viele Produktionsgebäude um ein Markthaus gebaut werden können. Ja, ich denke, das ist zum Farmen ziemlich nützlich. Und das war eigentlich soweit die Änderung dieses Patches. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Ich möchte erstmal meiner Familie danken. Oh ja. Dass sie... Schönen Gruß. Ja. Schöne Grüße zurück. Na nee, ich vermisse das ja auch alles neu. Also, keine Ahnung, ich kann dazu nicht wenig sagen. Ja, ja. Ich kann mich selber mal ein bisschen einfinden und USW. Punkt. Ja. Im Endeffekt, ein Markthaus haben wir ja bereits. Das steht ja dort in der Nähe von der Mühle. Ach ja, vielleicht noch als Hinweis, eigentlich ist es logisch, aber Gebäude, die irgendwas verarbeiten, wie zum Beispiel der Bäcker, bei dem man Getreide hingeben kann, um Brot zu bekommen, die werden davon nicht beeinflusst. Die bleiben so, wie sie sind. Aber ich denke, das war eh logisch. Und hinten da zum Beispiel dieses eine Markthaus, was wir haben, da denke ich, fällt auf jeden Fall die kleine Farm mit in den Einflussbereich, die da direkt daneben steht. Die Getreidefarm und der Holzfäller vom German Architect, die werden da sozusagen dann davon beliefert. Ja. Gut. Huch, das wollte ich nicht. Das habe ich kaputt gemacht. Ich glaube schon, das ist wahrscheinlich 20 Minuten, oder? Wir sind schon wieder bei der normalen Folgenlänge, ja. Ja, ja. Wir sind trotzdem immer noch bereit, wenn ihr sagt, ja, wir hätten noch ein Gebäude, was unbedingt rein muss. Oder ja, wir würden gerne mal sehen, wie ihr das und das Gebäude baut oder was auch immer. Könnt ihr uns das gerne schreiben. Und dann schauen wir mal, ob wir das Gebäude irgendwie sinnvoll einfügen können. Ja, du musst hier echt mal terraformen. Ja, ich hab meins angepasst, da drüben. Aber dir war ja einfach der Platz nicht groß genug hier. Ja. Ja. Na gut, ich lasse dich hier mal terraformen und ich lasse euch mal machen, was ihr wollt. Mein Inventar sollte ich mal löschen. So, gut. Und dann würde ich sagen... Ach, du hast noch Zeug. War's das jetzt? Ah, okay. Jo. Wo ist es? Ach nee, ich war noch kreativ. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir werden dann beim nächsten Mal wieder weitermachen mit Gebäuden, die wir bauen, mit Zeitraffern, mit Themen richtig. Das waren jetzt halt einfach mal zwei andere Folgen, weil wir euch einfach mal was Besonderes zu sagen haben. Und nächsten Morgen machen wir den kleinen Haul. Den dem Haul. Hä? Okay. Also dieser Beauty-Kurs immer machen, wenn irgendwas einkaufen. Der Drogerie DM. Oh, nee. Das Schlimme ist ja, ne? Dass sich wirklich viele Mädels das angucken. Und auch Mädels, wo ich dachte eigentlich, die sind normal, ne? Ich schaue es mir auch an. Muss ja wissen, wie ich mich ein bisschen pflege und alles. Oh. Naja, gut, Leute. Vielen Dank. Fand auch das Album Löwenkind. Okay. Macht es lieber nicht, das könnte gefährlich werden. Na gut, irgendwann werde ich auch mal die Brücke hier fertig bauen. Die ist natürlich noch nicht fertig. Nur unten rum.
Okay, ich bin auch hier unten fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.